Wir sind unterwegs von Chiang Mai zum Queen Sirikit Botanic Garden. Auf dem ca. 2500 Hektar großen Gelände befinden sich mehrere Gewächshäuser. Ja, man braucht so ungefähr 45 Minuten vom Stadtzentrum zum Garten. Kommt aber wie immer auch auf den Verkehr drauf an. Eine ca. 400 Meter lange und 20 Meter hohe Stahlkonstruktion führt durch den schönen grünen Dschungel. Auf der Brücke waren zum Glück nicht viele Besucher. Wer schwindelfrei ist, wird hier einen schönen Laufweg finden, der leider nicht allzu lang ist. Ich hätte hier noch stundenlang weiterlaufen können. Leider war an diesem Tag der Smog sehr verbreitet und lag wie eine dicke Nebelsuppe in der Luft, so dass man leider nicht so weit in die Ferne schauen konnte. Aber man kann erahnen,
was es für einen fantastischen Ausblick geben würde, wenn die Luft frei vom Smog wäre. Des Weges kommt man in ein Haus, wo verschiedene Dinge zum Verkauf angeboten werden. Zum Schluss ging es dann noch weiter in Richtung Park, wo die Gewächshäuser stehen. Hier gibt es die verschiedensten Pflanzen- und Kakteenarten. Ich kenne mich da leider nicht so aus, was da alles blüht.